Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es mal wieder weiter mit der Road to Knife Unboxing. Und zwar habe ich ja das Format schon vor 2 Monaten gestartet. Und da kam auch das erste und das letzte Video eigentlich dazu. Und das will ich jetzt ändern. So, es wurden sich ja, ich habe ja in der letzten Folge danach gefragt, welche Kisten ich dieses Mal aufheben soll, und es ist die Spectrum 2, die Mehrheit war für die Spectrum 2. Ich hoffe, wir lacken hier heute rein. Also Knife ist die zweite Folge, sozusagen glaube ich nicht, dass wir hier Knife, ich meine, wäre nice, ne? So ist es nicht, aber mal gucken. Ich habe ja wieder 10 Kisten, wie in jeder Folge. Und dann lass einfach mal auf das Beste hoffen und 10-mal Blue wäre halt jetzt nicht so mein Fall. Aber egal, also wir haben die erste Blue, die Glock, läuft. Ich habe hier glaube ich irgendwie mehr als 10 Kisten. Egal. Ich hoffe, ich habe 10 Kisten. Ich meine, die habe ich irgendwann mal gekauft. Ich habe sie jetzt nicht abgezählt. Und ich habe halt in Erinnerung, dass ich jetzt 10 Stück habe. Wenn nicht, ja, heben wir heute halt mehr auf. Kies noch auf jeden Fall mehr, aber Kies glaube ich mit 20 Stück. Ah, was rede ich? 20 Stück, 10 Stück. Gibt ja alles. Gib mir nicht, wenn ich das Deathrack empfehle. Kurz gucken, ja. Jetzt wird das Skin aber auch discard. Nee, das ist die falsche. Einfach jetzt mal die Empress rein. Die Kiste in den richtigen Winkel drehen und dann lacken wir da schon gut rein. Angeblich. Habe ich gehört. Gut, in diesem Fall jetzt nicht. Dann halt einen Pinkskin. Ich weiß ja auch gar nicht mal mehr, was ich in der letzten Folge gezogen habe. Ob ich da 10 Blueskins hatte oder da irgendwas anderes auch dabei war, keine Ahnung. Das war sowieso dieser, ich glaube, die Mehrheit ist für Prisma Case. Die Mehrheit entscheidet sich für Chroma 2. Also für Spectrum 2, nicht so, fuck, ich muss mir neue Keys kaufen. Aber das wollte ich ja schon vor, weiß nicht, Monaten, also Wochen, Monaten eigentlich, auch nehmen die nächste Folge. Irgendwie kam es nicht dazu. Ach ja, warte mal, erster Purple Skin. Und was ich ja noch erwähnen, beziehungsweise es gibt ja auch ein Giveaway, das kommt ja am Ende des Videos, beziehungsweise da werde ich dann darauf eingehen, wie ihr daran teilnehmen könnt. Aber das hätte ich schon fast wieder vergessen, das Giveaway. Nochmal Purple. Okay, wir haben jetzt 2-mal Purple, es ist schon mal nicht only Blue. Ich lese es mal ganz auf rechts. Pink Skin wäre halt auch, ja, da ziehen wir gleich 2 Papier und dann ist wieder die Glocke. Nice. 2 Stück. Entweder hebel ich jetzt gerade zu schnell oder ich habe irgendwie zu wenig Skin. Bin mir jetzt nicht. Okay, noch ein Körper. Muss ich mal machen. Weil 10 Stück will ich mindestens aufhebeln. Und wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, dann stimmt das nicht zum Stück. Dann wäre das schon wieder die letzte. Also das Case Opening beim Game ist halt irgendwie so, yo, du beginnst. Nach ein paar Minuten ist das ganze Spektakel schon wieder vorbei und du hast nicht entweder only blue oder da jetzt zum Beispiel in dem Fall jetzt 7-mal blau und 3-mal violett. Ja. Kann man machen, muss man aber nicht. Also ich würde es nicht empfehlen, jetzt nur so Bullshit zu ziehen. Gut, jetzt zum Giveaway. Ich werde ja eine M4S Zurex für Giveaway in Field testen. Ist jetzt nicht so ein richtig krasser Skin, aber ich finde, er geht gut. Also er geht auf jeden Fall klar. Was ihr dafür machen müsst, ganz einfach. Ihr müsst ein Abonnent meines Kanals sein. Ihr müsst dieses Video hier positiv bewerten und einen Kommentar unter dieses Video posten. Es reicht ein Kommentar, wer mehr Kommentare kommentiert, hat dadurch keinen Vorteil. Also
es wird immer nur eines pro Person gewertet, beziehungsweise eines pro Account. Und ja, den Gewinner werde ich in 2 Wochen ziehen, wobei weiß ich nicht, ob ich das dann so beibehalten werde wie früher, dass ich den Gewinner in einem anderen Video dann ziehen werde, oder ob ich das so ziehen werde. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ich das machen soll, ob ich das so beibehalten soll. Und was ihr mir auch noch in die Kommentare schreiben könnt, ist, welche Kisten ich beim nächsten Mal aufhebeln soll. Welche... Also es müssen auf jeden Fall Kisten sein, wo ich ein Knife rausziehen kann, keine Handschuhe, ne? Weil es heißt die Road to Knife Unboxing, das Format. Und ja, und bitte keine Bravo Cases, ich werde keine Bravo Cases aufhebeln. Nächstes Woche, also ich habe ja dann noch ein kleines Sticker Case Opening geplant, da weiß ich nicht, ob ich das in dem Video machen werde oder ob ich das einfach nur so nebenbei mal mache, weil ist ja jetzt nicht so interessant, glaube ich, Sticker, also Opening. Vor allem, weil ja die jetzt minus 75% sind momentan. Die ganzen Sticker und die Kapseln auch. Ja, wenn nicht. Was auf jeden Fall nächste Woche kommen wird, wäre das Souvenir Case Opening. Ich habe ja hier noch 10 Souvenir Tokens, die muss ich noch einlösen Ende des Monats, sonst ja, gucke ich durch die Finger. Dann war es dann auch schon wieder mit dem Video. Wie gesagt, wenn ihr beim Giveaway teilnehmen wollt, ihr müsst ein Abonnent meines Kanals sein, dieses Video positiv bewerten und einen Kommentar schreiben unter diesem Video. Und wenn ihr nicht an dem Giveaway teilnehmen wollt, würde ich mich trotzdem über einen Daumen nach oben freuen und über eure Kommentare. Das ist halt ein riesen Support für mich und ich sage euch nochmal, ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.